einen wunderschönen guten Abend zusammen zum heutigen Webinar ATAS Helpdesk und neue Funktionen. Das Ganze mit dem, ja, ich sag mal, Deutschlandbeauftragten von ATAS, ja, Michael Burgstaller, absoluter Profi, was die Plattform angeht, rund um alle Funktionen und natürlich alles Mögliche, alle Einzelheiten, Einstellungen. So ist er auf jeden Fall der absolute Experte, was das angeht. Mein Name ist Florian Scharschmidt und ich darf Sie ganz herzlich im Namen von FX Flat hier um 18 Uhr begrüßen. Ja, ich bin natürlich genauso gespannt wie Sie auch, was für neue Funktionen ATAS uns diesmal wieder mitgebracht hat. Aber das ist tatsächlich nur ein Teil des heutigen Webinars, denn der andere Teil bezieht sich auf die Teilnehmer, ja, weil Sie können tatsächlich heute auch mal Ihre Fragen mit einbringen, alles rund um die Plattform. Welche Einstellungen, links und rechts, bei mir funktioniert das nicht so, das müsste aber so sein. Von daher ruhig gerne die Fragen reinstellen in den Chat und wir versuchen, beziehungsweise der Michael versucht so gut wie möglich die ganzen Fragen zu beantworten. Ne, also wenn es natürlich eine sehr komplexe Thematik ist, dann lassen wir das im Nachhinein über den Support laufen. Aber ich bin guter Dinge. Bevor wir aber den Michael hier den Bildschirm übertragen lassen. Einmal zum Risikohinweis, egal ob es ein Helpdesk ist oder was auch immer, jedes Webinar bei uns dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Ja, bitte nichts des Gleichgezeigten als Handelsempfehlung, Handelsberatung, irgendwas verstehen. Ja, Sie müssen schlussendlich immer Ihre eigenen Entscheidungen treffen. Das ist ganz wichtig, vorweg immer zu sagen. Ja, sollte der Michael testweise ein Trade absetzen oder sowas, ja, bitte keine Handelsempfehlung oder Anlageberatung. Gut, dann würde ich sagen, Michael, nimm mal hier den Bildschirm. Ja. Zack, dann schauen wir mal, ob du den richtigen triffst. Das ist wichtig, das ist sehr wichtig. Das ist wichtig. Das sieht nach ATAS aus. In der Mitte sehe ich auch schon ATAS. Gut, ihr solltet mich hören und sehen können, beziehungsweise meinen Schirm. Ja, dann sage ich mal Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Wir machen heute Helpdesk. Neue Funktionen und so wie angekündigt, ihr habt im Prinzip das Zepter heute in der Hand. Ihr sagt mir, was ihr sehen möchtet und ich werde das mit bestem Wissen und Gewissen umsetzen. Solltet ihr Fragen haben zur Plattform, funktioniert irgendwas nicht, hätten wir gern irgendwelche Features, Einstellungsmöglichkeiten zu irgendwelchen Indikatoren, schießt los, schreibt es in den Chat rein und ich werde halt schauen, dass ich das so gut wie möglich beantworten kann. Wir haben circa eine Stunde Zeit und dann werden wir uns da durchkämpfen. Anfangen würde ich gerne mit den neuen Funktionen. Ihr wisst, es kommen ständig Updates raus, sind mal kleine Dinger, mal größere Dinger. Und heute, also ein guter Tag, heute haben wir das Market Replay released und ich kann euch die jetzige Version, die in der Beta-Version zur Verfügung steht, kann ich euch schon zeigen. Ja, da können wir uns ein bisschen was anschauen. Gut, dann schießen wir gleich mal los. Ganz am Anfang, ATAS gibt es jetzt auch auf Chinesisch für euch, falls wen interessiert. Scherz beiseite, wir haben hier einige Sprachen hinzugefügt, falls wer nativ französischsprachig ist oder eben Chinesisch, es folgen auch Indisch und andere Sachen. Das wäre es zur ganzen Geschichte von den Sprachen her, was neu ist. Wir haben einige Kleinigkeiten an den Charts verbessert bzw. hinzugefügt. Wir kümmern uns auch um die kleinen Wünsche und ein solch kleiner Wunsch, ja, also nicht lachen, das ist wirklich von einigen erfragt worden, ob wir das machen können, ist quasi die Kerzen. Ja. Es geht hier im Prinzip um die Kerzen, ob man denn nur den Docht sehen kann, ja, den Rahmen sehen kann, die Farbe des Rahmens anpassen kann und den Kerzenborder auch anpassen kann. Und man kann jetzt auch die Dochte gleich dem Kerzenkörper einfärben. Das ist zwar nur eine Kleinigkeit, aber wir haben zugehört und haben das natürlich gemacht. Ja, also jetzt kann man die Kerzen besser einstellen. Gut. Das war das erste kleine neue Feature. Das zweite Feature, das wird euch in Kürze alle treffen, ist dieser Quick Start Button. Einige kennen es eh schon. Hier ist ja ein Sammelsurium von Templates hinterlegt.
die in etwa abbilden können oder sollen, was man alles so mit der Plattform anstellen kann. Ja, sei es verschiedene Farben, sei es verschiedene Chartarten, sei es verschiedene Indikatoren. Einige kennen das schon, das Ganze funktioniert mit dem Smart Dome auch. Ja, braucht man nur auf Öffnen klicken und dann das Instrument aussuchen und das Ding öffnet sich für euch. Dann habt ihr ein bisschen Übersicht, was alles so geht. Ja. Aber was neu ist, ist eben die Education-Rubrik. Hier habt ihr wirklich massenweise Wissen hinterlegt. Hier könnt ihr über die Volumenanalyse nachlesen. Hier könnt ihr auch schauen, wie manche Tools funktionieren. Auch technische Analyse, Volumenprofil, TPO. Also das sind, da ist wirklich sehr viel gratis Wissen für euch hinterlegt, wo ihr euch durchwühlen könnt, weil wir es forcieren, das Basiswissen zumindest für jedermann zugänglich zu machen und keinen Aufpreis oder sonstiges dazu zu verlangen. Ja. Und das geht eben von Price Action über COD-Reports, Footprints lesen, Volumenprofile, technische Analyse. Also da ist ziemlich alles drinnen und im Kennenlernen sind auch die Basisfunktionen hinterlegt. Ja. Also das ist dann für euch, dass ihr euch da wirklich dann reinhauen könnt in das Ganze. Was noch neu ist, das kann ich euch jetzt nicht zeigen. Für alle unter euch, die Atlas noch nicht haben und das frisch installiert haben, die werden das gesehen haben. Am Anfang fragt, beim ersten Mal einstellen, da fragt die Plattform eben, was man gerne handelt, was man gerne macht. Und anhand dieser Auswahl wird Atlas schon vorab einigermaßen hergerichtet. Ja. Gut, das wäre zu dem Thema. Kommen wir mal zum Market Replay. Ja. Das war jetzt sehr lange in Entwicklung, weil wir das eben so machen wollen, dass die Leute zufrieden sind. Und das ist eben die erste Version. Da kommen natürlich Features hinzu. Ja. Bevor wir da reinspringen, möchte ich euch noch eine Kleinigkeit zeigen, was die Performance betrifft. Ihr seht hier auf der rechten Seite die Markttiefe. Auch solche kleinen Dinge gehen wir an. Optimieren der Markttiefe, wie ihr seht. Die Einzelbars werden hier ab einem gewissen Zoom-Faktor auf Solids umgewandelt. Das heißt, es wird für euch von Update zu Update performanter, das Ganze. Ja, das betrifft auch die Profile und auch die Footprints selbst. Machen wir ganz schnell mal das Market Replay. Also man hat Charts offen, man hat einen Dom offen, machen wir noch auf. Was kann man noch offen haben? Smart Tape kann man offen haben. Man hat halt verschiedene Charts und verschiedene Module offen. Das läuft jetzt da quasi in Echtzeit durch den Datenfeed, aber man kann eben das Market Replay starten. Und wenn man das Market Replay startet, fragt dann sofort und sagt Bescheid, wenn wir das Market Replay starten, dann wird natürlich der Datenfeed unterbrochen. Ja, also, dann verbinden wir uns mit dem Market Replay. Ihr seht, im Chart und in den Modulen steht dann Replay. Das heißt, der Replay-Modus ist mal aktiviert. Ja. Und dann kann man sich aussuchen, natürlich das Datum. Ja, jetzt sagen wir mal, wir wollen den folgenden Freitag sehen. Ja, Freitag, Freitag. Gut, das ist der Tag. Und jetzt kann man aussuchen, was möchte man sehen? Möchte man eine einfache Variante haben für die technische, wo man wirklich nur Kerzen hat? Ja, möchte man das Ganze dick genau haben? Oder möchte man das Ganze dick genau mit Level 2 Daten haben? Ja, und wir nehmen jetzt mal dick Daten mit Level 2. Das dauert ein wenig länger zum Laden natürlich, weil das Ganze von den Servern geholt wird. Dann aktivieren wir das Instrument. Also wenn wir mehrere Instrumente offen haben, dann kann man hier mehrere anwählen. Und das soll es dann nun sein. Und wenn ich dann auf Play drücke, dann holt sich eben Atlas die komplette Information von den Server, lädt die Module, lädt die Historie. Jetzt lädt er den Freitag. Ne? Und ich sollte in Kürze losgehen. Es dauert eben ein wenig länger mit den Level 2 Daten, aber es ist gut, dass man sowas überhaupt hat. Ja. Jetzt feuern wir noch ein bisschen an. Und dann haben wir es gleich geschafft. Ich kann dabei einen Schluck Kaffee nehmen. Oft ist unterschätzt, was Level 2 Daten für eine Datenflut ist. Gut, das Ding läuft vom 21. weg, 0 Uhr. Ihr seht jetzt, der Markt läuft und die Markttiefe, so wie sie war, läuft mit, auch im Dom. Jetzt sind wir
bei zehnfacher Geschwindigkeit. Wenn man natürlich den Markt 1 zu 1 haben möchte, dann geht man mit dem Slider runter. Ja. Mal 1. Das ist jetzt Echtzeit für diese Uhrzeit. Wir haben es hier um Mitternacht, da ist am Markt nicht viel los. Aber ihr seht, dass das Tick für Tick genau ausgelöst wird. Und eben ein historischer Handel, man kann da rein handeln natürlich auch. Ja. Oder seine EAs durchlaufen lassen, seine Algorithmen testen in der Historie, eben mit tickgenauen Daten inklusive Level 2 Daten. Ja, ganz wichtig zu sagen. Und das ganze Ding läuft eben, ich glaube, Samstag gemacht, mit Level 2 Daten haben wir 50-fache Geschwindigkeit vom Markt. Ja. Also es ist performant, es funktioniert. Und wenn man nur Candles nimmt, also wenn man einige technische Dinge testen möchte, also was jetzt nicht wirklich mit Orderflow, Volumen zu tun hat, sondern eine klassische technische Analyse, dann kann man die normalen Kerzen bis zu 1000-facher Geschwindigkeit abspielen. Also da kann man richtig durchpusten. Ja, und ihr seht, das sitzt, das passt alles. Ja. Wir haben einige Anfragen schon gekriegt, jetzt in der Alpha-Phase, dass wir einen Button hinzufügen, was die Uhrzeiten betrifft. Das heißt, in Zukunft wird es dann auch möglich sein, direkt die Uhrzeit anzugeben, nicht nur den Trading-Tag, sondern auch die Uhrzeit. Dann könnt ihr von mir aus von 15.30 Uhr weg starten, dass ihr die amerikanische Session zum Beispiel sehen könnt, wenn ihr diese versäumt habt. Ja. Wir haben auch Anfragen bekommen, ob wir das rückwärts abspielen können, und das werden wir höchstwahrscheinlich nicht machen. Es macht absolut keinen Sinn, den Markt rückwärts abzuspielen. Wenn ein Markt zu schnell ist, zum Beispiel ein Nasdaq, dann kann man natürlich hier runtergehen und kann man das in ein Zehntel der Geschwindigkeit abspielen lassen und sich genau schauen, wie sind die Prints gekommen, wie hat sich das im Orderbuch verhalten. Ja. Das zum Thema Market Replay. Gibt es zum Market Replay Fragen? Was beim Market Replay noch passiert, wenn man sich damit verbindet, hat man ein zusätzliches Konto unter Accounts. Ja. Das wird noch ausgebaut. Ihr könnt quasi, ich hoffe, ihr könnt, es sollte normalerweise gehen, Konto Replay auswählen, reinhandeln und Positionen schließen. Dann habt ihr, also ihr könnt hier dann handeln. Ich sehe gerade, die Balance rechnet noch nicht. Das wird in Kürze kommen. Die Kommissionen werden schon berücksichtigt. Ihr könnt dann quasi, wie gesagt, eure Trading-Tage hernehmen und ganz entspannt am Wochenende zum Beispiel einmal den Trading-Tag handeln. Ja. Und wenn man eben automatische Strategien hat, ja, die automatisch laufen im Chart, die automatisch kaufen und verkaufen, kann man diese natürlich auch mit dem Backtesten und dann im Nachgang natürlich die Statistiken einsehen und alles. Das zum Thema Market Replay. Wenn der Markt abspielt im Market Replay, ist oben das Replay-Symbol grün. Das zu dem Thema. Und wenn man jetzt sagt, jetzt machen wir das einmal geschwind, wir sagen, wir möchten nur Kerzen und generierte Best-Bid-Ask haben, ja, und sagen den 21. und wir möchten da die Daten laden für das. Da braucht er jetzt natürlich keine Markttiefe, ist schon erledigt, Daten sind schon da. Und da haben wir dann normalerweise, gut, Sie haben es raus dann, wir haben bis zu 1000-fache Geschwindigkeit gehabt, ja, was wir abspielen können. Ihr seht es jetzt habt ihr keine Markttiefe natürlich, das Day brennt, ja, aber Markttiefe gibt es keine. Also je nachdem, was ihr für einen Einsatzzweck habt mit dem Replay, kann man sich hier eben das aussuchen. Und ihr seht auch, wenn ihr einen Mouse-Over macht, was das für Daten sind, die ihr hier bekommt. Ja. Gut, dann schalten wir das mal ab. Dann haben wir das einmal gesehen. So. Gibt es schon Fragen zum Replay? Moment. Hallo, hallo. Mhm. Ah, der Christian hat sich das mit den Kerzen gewünscht. Sehr gut. Na, dann haben wir schon wen glücklich gemacht. Ja? Gut, da habe ich eine Frage. Wie kann ich bei einer Limit Order aus dem Chart nachträglich die Brackets anhängen? Also ich würde sagen, wenn ihr eine Limit Order im Markt habt, gibt es keine Brackets in dem Fall, falls ich das richtig verstanden habe. Ihr könnt hier
quasi eine Strategie in den Chart legen. Wir machen jetzt hier Stop Loss, Take Profit und konfigurieren uns das schnell mit Break Even. Break Even plus 1 nehmen wir. Wir machen Profit Target von 5, damit wir sehen, dass das funktioniert. Ein Stop Loss auch von 5. Break Even machen wir bei 3. So. Ihr seid jetzt quasi im Markt unterwegs und kauft hier. Ja. Und wenn ihr dann die ATM im Prinzip einschaltet, dann macht er das, was er machen sollte. Ja. Also ich habe hier nicht die Möglichkeit, wenn ich eine Limit Order in den Markt setze, dass ich hier die Brackets modifizieren kann. Ja. Ich hoffe, das war Erklärung genug. Und jetzt soll es eben so sein, sollte der Kurs diese 4 Ticks machen, dann zieht sich der Stop-Loss automatisch auf Break-Even plus 1. So haben wir das jetzt eben eingestellt. Ne? Vielleicht tut sich auch noch hier was. Was wir noch gemacht haben, das war auch ein Kundenwunsch. Das haben wir gar nicht am Schirm gehabt und ich finde es auch relativ lustig. Wir haben ja in Atlas ein Linear-Tool, ja, wo man Strecken messen kann. Und wir haben ja auch, wenn man auf die mittlere Maustaste drückt, das Lineal. Was wir jetzt hinzugefügt haben, wenn man jetzt da das drückt und zieht, und ich ziehe es jetzt auf Stop-Loss, ich sehe genau am Stop-Loss, das sind bei mir 62,5 Dollar. Das heißt, wir rechnen jetzt da die Tick-Value, also jeder Tick hat ja einen Wert, das rechnen wir und so könnt ihr relativ schnell schauen, wie viel Geld ist das per Lot, wenn ich wo messen gehe. Ja, also vom Target bis zum Stop haben wir hier 125 Dollar zum Beispiel. Und das gleiche haben wir hier auch, ne? Ja, im Lineal. Manche gehen her nach der Session und zeichnen sich ein, was sie heute so getradet haben. Die haben hier irgendwo einen Einstieg, hier irgendwo einen Ausstieg und dann haben wir hier genau 50 Dollar. Das heißt, die Berechnung ist schon drin. Der Andreas fragt, fürs Replay muss man die Beta laden? In Latest noch nicht vorhanden. Ja, das ist bei uns so. Also bei uns schaut es so aus. Die Entwicklung von neuen Tools basiert in der Alpha-Version. Die ist jetzt nicht für die Masse zugänglich. Wenn einer will, kann er das haben, aber die ist nicht zur Auswahl. Ja? Ist das Ding dann fertig, kommt es in die Beta-Version und dort wird es natürlich von sehr vielen Kunden versucht. Dann kriegen wir Feedback, was ist zum Bessermachen, was funktioniert überhaupt nicht. Und dann, wenn das alles passt, dann geht es in die Latest-Version und zum Schluss dann in die Stable-Version. Das hat diesen Grund, diese Staffelung, eben, dass wir von der Alpha bis zur Stable-Version verschiedene Schritte durchgehen und so möglich machen, dass in der Stable-Version das Ding einfach poliert ist, dass da am wenigsten Fehler vorhanden sind, dass das alles funktioniert. Es sitzen da Menschen, die das programmieren und es können immer Fehler passieren. Und deswegen finde ich so eine Herangehensweise relativ schlau, dass man nicht gleich alles auf die Masse loslässt, ja, und dann gibt es im Endeffekt Probleme, ja. Also wir schauen schon, dass hier nichts passiert, dass was ganz schlecht ist, aber grundsätzlich ist es eben so, dass wir das Step by Step machen und das ist die bessere Variante. Ja. So, jetzt waren die 4 Ticks im Plus und das Ding hat auf Break-Even plus 1 gezogen automatisch. Also deswegen, es ist in der Beta-Version vorhanden. Das wird auch noch einige Wochen oder 2 Monate so bleiben. Ja. Es werden unter Umständen Features dazukommen. Und dann wird es von der Beta-Version auf die Latest gehen und die Stable-Version wird am wenigsten oft geupdatet. Ja, also die Alpha ganz oft, sogar täglich, dann kommt die Beta-Version wöchentlich oft, ja, dann kommt eben die Latest, da ist es dann alle 2, 3 Wochen oder 4 Wochen und dann die Stable so alle 3, 4 Monate mal, dass da ein Update kommt. Und dieser Rhythmus hat sich eigentlich für gut erwiesen. So kriegt ihr nicht irgendwas auf dem Schirm, was gar nicht funktioniert. Deswegen machen wir das so. Gut, dann hätten wir das jetzt einmal abgeschlossen. Also das ist auch so ein kleines neues Feature, was wir hier haben. Ich kann euch auch informieren, dass wir jetzt im Moment, also genau jetzt im Moment, bevor im Webinar habe ich noch mit den Kollegen geschrieben, nicht nur das Market Replay noch aufpolieren, sondern wir auch noch was anderes machen. Ich zeige es euch. Wir haben uns jetzt in Wirklichkeit ein neues Ziel gesetzt, mit Atlas und allem. Wir möchten, dass
die Heatmap, den Dome Levels Indikator, möchten wir in ATAS auf ein neues Level bringen. Bis jetzt schaut es ja so aus, ihr kennt das, ich stelle nur schnell den Hintergrund um. So, gut, ihr kennt ja das Ganze, es ist im Prinzip eine Heatmap und das geht aber besser. Wir sind zum Entschluss gekommen, es geht besser. Es gibt Produkte, die sind sehr gut, die haben sich nur auf das spezialisiert und wir möchten in ATAS eine Heatmap bringen, die eben, sagen wir so, mindestens gleich gut ist. Ja. Und die bauen wir jetzt eben in dem Moment um und das Erste, was wir gemacht haben, ist, haben wir das schon da drinnen in dieser Version? Ja, haben wir. Ja. Das heißt, ich kann dann im Prinzip hier das komplett ausblenden und habe hier eben die Best Bid und Best Ask Preise drinnen. Was hier noch kommen wird, ist, wir haben in ATAS nur die Möglichkeit im Moment, das Kleinste, was wir machen können, ist ein Sekundenchart zeitbasiert. Ja, aber eine gute Heatmap läuft auf 250 Millisekunden, 100 Millisekunden und tiefer. Das heißt, ihr habt dann ein durchgehendes, ihr kennt es, ein durchgehendes fahrendes Chart. Das ist im Sekundenchart nicht möglich. Und da sind wir eben gerade im Programmieren und im Entwickeln, dass wir eben sowas bringen können. Auch was den Zoom-Faktor betrifft. Ja. Bei uns, man sieht alles, was relevant ist, keine Frage. Aber man kann, wenn man rauszoomt, das Ganze ineinander verrechnen, dass die Levels besser rauskommen. Und an so Sachen arbeiten wir. Genauso mit dem Volume-Tots, ja, also die wird es bei uns auch geben. Auch in diesem Tortendiagramm. Also da sind wir wirklich dabei, dass wir das Ding aufpolieren. Weil es wir einfach nicht einsehen, dass wenn wir ATAS nutzen, eine zweite Software nutzt dazu, ganz ehrlich. Und wir schaffen das, dass wir da was auf die Beine stellen, dass was adäquat ist und dann braucht man keine andere Software mehr nutzen. Ja. Das zu dem Thema, was wir hier haben, einige kennen das von euch schon. Ihr könnt hier auch noch die Proportionen einschalten, das ist relativ lässig, weil dann werden die Linien mit der Zeit dicker, umso dicker, dass die Limit Orders drinnen sind. Ja. Also, wie gesagt, es sind schon alle Informationen da, aber es geht noch besser und da arbeiten wir eben gerade dran, dass wir das auf ein neues Level bringen. Gibt es bis dato zu irgendetwas Fragen? Möchte irgendwer irgendwas wissen? Sonst rede ich weiter. Gut, dann rede ich weiter. Also wir haben das jetzt eben gesehen mit dem Ganzen. Ach, und ich kann euch noch was berichten, was eine ganz interessante Sache wird. Wir werden in die Plattform, wir sind ja auf Orderflow und Volumen spezialisiert. Wir möchten auch audiotechnisch in der Plattform was bringen, wo ihr wirklich hören könnt, was an verschiedenen Märkten abgeht. Also nicht nur irgendwelche Click-Sounds am Bid oder am Ask, sondern wirklich, wir möchten ein Tool bringen, dass ihr in ATAS nutzen könnt, wo ihr wirklich Korrelationen hört und echten Orderflow hören könnt. Hat den großen Vorteil, ihr könnt zum Beispiel, wenn ihr Nasdaq-Händler seid, ja, ihr habt diesen Future gerne und ihr handelt den, dann nimmt man sich im Prinzip mit dem Tool dann große Aktien zum Beispiel raus und dann hört man die Korrelation, ob die großen Aktien mit dem Index mitgehen oder ob der Ausbruch eben bestätigt wird durch Aktien, durch große Aktienspieler, die eben im Index hochgewichtet sind. Also da kommen ganz interessante Sachen auf uns zu, muss ich sagen, und das wird sehr, sehr interessant. Ja. Im Smart Dome, ich weiß nicht, ob einige von euch Dome handeln, ich habe es relativ gern, gibt es auch etwas Neues. Ja, ich zeige euch das, ihr kennt das, der Dome ist im Prinzip frei konfigurierbar bei uns und wir haben hier neue Dinger bekommen, neue Spalten, die gewisse Sachen können. Wir haben die, das war auch ein Kundenwunsch, die P&L haben wir bekommen. So, jetzt haben wir das da drinnen und das tut gar nichts. Was ist das? Diese Spalte kann man hinzufügen, wenn man eine Position eingeht. Das machen wir jetzt schneller mal, okay? Schauen wir mal, also muss ich das zumachen. So. Wir haben jetzt im Prinzip
die Strategie aktiviert. Den brauchen wir nicht. Wir gehen nochmal rein. So. Könnt mich gern haben. So, rein damit. So, ihr seht jetzt im Prinzip auf der linken Seite, wie die ganze Sache, wenn es funktionieren würde in der Alpha-Version, dann wäre ich echt froh. Vorführeffekt, lasst mich das neu machen für euch. Gut. Aber jetzt haben wir es dann. P&L. Hier ist es. Gut. Dann brauche ich noch einen Chart. So, machen wir das mal zu. Dann schauen wir uns das an. Gut, ihr seht jetzt quasi, wenn ihr eine Position eingegangen seid, im Dom auf den Preisstufen quasi das P&L. Ja. Das heißt, wenn wir am Dom handelt, und hier die Preisleiter vor sich hat, der sieht dann genau auf welchem Preislevel, wo sein Profit und wo sein Verlust ist. Das haben sich einige gewünscht. Da kann man wirklich umstellen auf Preis und auf Money. Ja. Und dann hat man im Prinzip, sieht man da sofort am Dom, wenn man die Position drin hat. Hier haben wir den Entry. Ja. Das ist jetzt auch so schön grün und rot umrandet. Da sieht man sofort, ob man im Gewinn oder im Verlust ist. Und man sieht jetzt zum Beispiel genau hier, habe ich, okay, Moment, so, da sieht man genau, dass man hier zum Beispiel, das wären dann $200 Verlust und hier herum wären dann quasi $200 Gewinn. Und das ist eben für die Domhändler sich wichtig, dass sie das gleich sehen, weil die sind ja relativ schnell. Ja, da geht es ja oft so richtig zur Sache, wo die Positionen in den Markt reinschmeißen und wieder rausholen, die sehen dann hier sofort, was los ist. Das kann man sich natürlich mit der Farbe her auch konfigurieren, wie man möchte. Das ist was dazugekommen ist und eben diese Instant-Anzeige, ob man eben im Gewinn oder im Verlust ist und wie viele Ticks, das haben wir jetzt da auch drinnen. Das ist im Dom dazugekommen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, weil sie machen so viel in letzter Zeit, die Entwickler. Auch so Kleinigkeiten, ja, dass es jetzt auf einmal möglich ist, das Pendel zu verschieben. Ja. Hier wird sich auch noch einiges tun. Da werden einige Funktionen dazukommen noch am Pendel. Das zu dem Thema. Gut, dann machen wir das mal zu hier. Passt. In der Watchlist wird sich auch was tun. Also ihr kennt die Watchlist wahrscheinlich. Hier werden einige Spalten hinzukommen, was Settlement betrifft, was das Daily Change in Prozent betrifft und so weiter und so fort. Also das wird auch noch extrem aufgeblasen, das ganze Ding, um einfach konkurrenzfähig zu sein. Das zu dem Thema. Und mich hat vorher mal einige Leute angeschrieben, wie denn das so ist, weil ich mir mein Smart Tape Filter. Also es wollten einige wissen, wie ich damit arbeite und was ich damit tue. Und ich habe gesagt, beim nächsten Webinar zeige ich das her und zeige euch das mal, wie ich das mache. Also ich persönlich, für mich privat, ich handle fast nur den S&P, ja, also dieses Instrument hier. Und ich habe eben drei Tapes und ich zeige euch das, wie ich das im Prinzip eingestellt habe. Vielleicht interessiert es einige von euch. Wie ich meine Tapes einstelle und was ich da mache damit. Ja, weil da hat man da drin so viel Informationen, die man nicht braucht oder nicht für jeden Zweck braucht, sagen wir es jetzt mal so. Und wie ich da jetzt vorgehe. Ich habe quasi drei Tapes. Ja, das sind diese drei Tapes. Das mache ich mal. Ich klone das schnell. Dann mache ich das hier rein. Also ich zeige es euch jetzt ganz genau so, wie ich es habe bei mir. Ja. Und dann klone ich das noch einmal. Hier rein. Gut, dann habe ich im Endeffekt jetzt drei Tapes. Ja, die zeigen mir das Gleiche, also das bringt jetzt im Endeffekt noch gar nichts. Und ich teile, wenn ich vorm Rechner sitze, ich teile mir meine Gegenspieler, das heißt meine Akteure am Markt, teile ich mir in drei Parteien ein. Ja, und die erste Partei ist für mich eben, das sind so wie wir kleine Händler, die was eben zwischen
einen und maximum 5 Kontrakte handeln. Ja. Das heißt, ich sehe jetzt oben nur noch 1 bis 5. Der Rest ist da oben nicht mehr vorhanden. Ja. Dann teile ich mich das zweite ein und sage, na gut, die etwas größeren Händler, ja, was werden die haben? Machen wir, keine Ahnung, Minimum 15 Kontrakte bis 50. Ja. Jetzt sehe ich hier nur mehr Marktteilnehmer mit 15 Kontrakten oder mehr am Markt. Und dann habe ich hier im Prinzip das dritte Tape, was mir dann zeigt, Minimum, was weiß ich, ab 100 und Maximum bis zum Anschlag. Ja. So, was bringt mir das jetzt? Im Endeffekt, wenn ich jetzt so hinschaue, bringt es für mich jetzt gar nichts. Ja, es gibt eben diese Domhändler, die nur am Dom handeln, ohne Chart. Und für die möge das was bringen. Ja, die lassen dann meistens das auch irgendwie filtern, damit sie sehen, wo was reinkommt und gekauft wird. Das ist nicht meine Welt. Wenn ich das so habe und finden würde, wo ich es jetzt hingelegt habe, kleinen Moment. So, und diesen ganzen Verbund hauen wir hier noch einen Chart dazu rein und machen wir mal Fullscreen. So, so könnte das aussehen. Und wenn ich hier zum Beispiel einen Chart habe und eine Bewegung habe, dann sehe ich in dieser Bewegung genau, welche von diesen drei Parteien im Endeffekt diese Bewegung auslöst. Also das ist so ein bisschen eine Eselsbrücke, was ich mir gebaut habe. Wir wissen halt, dass sehr viele Marktteilnehmer, also sehr viele, ihr Geld an der Börse verlieren. Ja, und das wollen wir ja eigentlich nicht. Und wenn man nach dem geht, müsste man eigentlich sagen, alles, was klein handelt, ja, oder kleine Bewegungen, die werden egalisiert. So einfach ist es zwar nicht, aber es ist einmal sehr wichtig, dass man sieht, wer Bewegungen verursacht. Ja, es kommt eben ganz oft vor, dass Bewegungen von Kleinen verursacht wird und dann von Großen abverkauft werden. Wir werden dann halt alle eliminiert. Und deswegen habe ich 3 Tapes und unterteile mir eben die Marktteilnehmer in Größen. Ich mache nichts anderes. Also ich bilde mir halt ein, das sind die Kleinen, das sind die Mittleren, das sind die ganz Großen. Und wenn es dann richtig rund geht am Markt, dann sieht man halt schön, wer die Bewegungen verursacht. Ja, quasi. Und das, was hier drinnen passiert im Tape, das kann man, und das verwende ich auch, das ist eben dieser Multi-Market-Bauer, der macht nichts anderes, als wie das im Chart im Prinzip abzutragen, was hier passiert. Ja, das ist quasi wie ein COT-Report für Intraday. Ja, also hier kann ich mir verschiedene Filter setzen, so wie hier im Tape. Das machen wir jetzt schon einmal zusammen. Wir brauchen nur, also bis zu 5 Filter gibt es, wir brauchen ja nur 3. Ne? Dann schalten wir 4, 5 aus und sagen, gut, Filter Nummer 1 haben wir gesagt, das waren im Prinzip 1 bis 5, falls ich es jetzt richtig habe. Ja, ist ja egal, muss ja nicht so genau sein jetzt, zu Demonstrationszwecken. Der Filter 2 war, glaube ich, Minimum 10 und Maximum 50 für die mittleren. Wenn ich mich nicht ganz täusche, waren es 50, müssen wir reinschauen. Und der ganz große war im Prinzip Minimum 100 bis durchauf 999 oder machen wir 9000, dann nehmen wir halt alle mit. So, gut. Jetzt hat der umgerechnet und dann sieht man das am Tagesverlauf vom Open weg eben, wie sich die Order verhalten. Ne? Und hier ist dann 15.30 Uhr und dann wird das Ganze natürlich umso interessanter. Ja, da sehen wir zum Beispiel, dass die großen Marktteilnehmer die Positionen auflösen oder short gehen und die kleinen Marktteilnehmer reinkaufen. Das heißt, diese Bewegung ist normalerweise, falls ich jetzt kein Blödsinn rede, schauen wir lieber nach. Diese Bewegung ist von Marktteilnehmern oder Market Orders getragen zwischen 1 bis 5 Kontrakten hier. Ja, und in der Zwischenzeit verhalten sich die mittleren relativ neutral und die großen haben die Nettopositionen mehr oder minder aufgegeben. Ja, die sind 1241 minus und die kleinen sind 16.000 Kontrakte im Plus. Das heißt, wir sehen hier genau und sofort, dass diese Bewegung quasi vom ersten Tape um, von den kleinen, ja, im Prinzip abgetragen worden ist. Was ich auch noch mache, ich verwende so gut wie gar keine niedrigen Timeframes. Niedrige, wohlgemerkt. Ich mache halt gern Range Chart. Ja, das macht das für mich ein bisschen angenehmer zu sehen und macht für mich auch die Bewegungen angenehmer zu sehen. Ja, und nachdem dieser Chart jetzt da im
8 Range Chart aktualisiert und nicht alle 5 Minuten, habe ich hier natürlich von diesen Filtern her auch eine genauere Auflistung, was passiert. Ja. Ich sehe sofort, dass hier dieser Push zum Beispiel von den mittleren Marktteilnehmern verursacht worden ist, weil die Kleinen eher neutral bis stagnieren und die Großen noch mehr abbauen. Ja. Und wenn man das weiß, ich meine, das ist jetzt natürlich kein Gesetz, aber wenn man weiß, dass diese Bewegung jetzt eher von den Kleinen ausgelöst worden ist und die natürlich eher mehr kaufen wie verkaufen, weil sonst wäre ja der Kurs gefallen, und die Großen auf den Plan kommen und den Markt runterdrücken, dann werden da halt die Stops fliegen von den Leuten. Ne? Also kann es natürlich sein, dass sowas, jetzt ganz vereinfacht ausgedrückt für unser Demo hier, dass sowas hier eben Bewegungen auslöst. Ne? Das ist oft super interessant. Und dann kann man natürlich auch ableiten, wenn die Mittleren und die Kleinen im Gleichklang marschieren bei einer Bewegung, ja, dann stützt es natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Trade bin, ja, und die Bewegung geht nach oben und es sind alle mit dabei. Ja, es gibt jetzt einfach nicht nur die Kleinen, die Mittleren oder Großen. Es partizipiert jeder in die gleiche Richtung vom Preis her. Dann fühle ich mich, es wird wahrscheinlich etwas psychologischer sein, aber ich fühle mich in meiner Position zum Beispiel sicherer, dass ich halte. Ja, zum Beispiel. Also für so Sachen kann man solche Tools verwenden. Ja, also es gibt da jetzt da nicht wirklich die Regel, da muss jeder für sich selber das entscheiden und auch versuchen. Ja, man kann ja alles in Atlas verwenden, testen und anschauen und man kommt halt mit der Zeit drauf, was einem gefällt. Und bei mir sind es halt, am Anfang war das Renko-Charts vor ein paar Jahren und ich bin irgendwo auf den Range-Charts mehr oder minder hängen geblieben. Und was man hier auch machen kann am Range-Chart, einige werden mich jetzt wahrscheinlich lynchen dafür, aber ich stehe drauf auf meinem Technik-Chart, ja, das hat jetzt nichts mit Order-Flow oder Volumen zu tun, dass ich über den Range-Chart einen Heiken-Ashi-Chart drüber haue. Ja, was macht das für mich? Ich habe das relativ gern, weil ich Frühjahrszeiten oft den Fehler gemacht habe und heute nur mehr selten einen Fehler mache, Gott sei Dank, dass ich in eine Bewegung reinverkauft habe. Es ist jetzt egal, ob es eine Aufwärts- oder Abwärtsbewegung ist. Ich habe da einfach zu wenig drauf geachtet und deswegen nutze ich das jetzt, weil ich mich eben selber dorthin trimme, dass mir sowas, weil es mir sehr oft passiert ist, dass mir sowas halt eben nicht mehr passiert. Und das stützt mich ein bisschen oder unterstützt mich ein bisschen, dass ich jetzt nicht wirklich in falsche Bewegungen reinkaufe. Also man sieht halt jetzt schön, was los ist. Man sieht eben den Impuls, man sieht die Korrektur. Man weiß ja nie, wo es hingeht in Wirklichkeit. Ja. Aber dann brauche ich nicht in so eine Bewegung reinverkaufen auch noch. Ja. Dann kann man sich das natürlich anschauen. Und auch mit den Range-Charts funktionieren eben die klassischen Tools wie eben die Fibos und das Ganze. Das kann man da genauso anlegen und kann man eben mit Order-Flow und alles drum und dran mit Volumen kombinieren. Und das ist das, was ich eben so genial finde. Ja. Weil es gibt nicht nur entweder ich mache Volumen oder entweder ich mache Order-Flow oder ich mache keine Ahnung was. Das Schöne ist, dass man da wirklich alle Welten miteinander kombinieren und verbinden kann. Ja. Und wenn man es noch weiter treiben möchte, also jetzt habt ihr dann eh bald einen Chart von meinen, so wie ich den nutze. Das ist der Zickzack Pro. Da hat mich heute wer gefragt in unserer Telegram-Gruppe, da habe ich das hergezeigt. Den verwende ich auch gern. Ja. Also das ist richtig gut. Ich habe den relativ klein gestellt normalerweise. Mal schauen. So, 0,1. Gut. Farblich habe ich nicht so hingerichtet, also es ist wirklich nur für Demonstrationszwecken. Und hier kann man natürlich auch schauen, wie die Bewegungen, ob die Abwärtsbewegungen jetzt mehr Volumen drehen als wie die Aufwärtsbewegungen. Ja, das ist ja nicht gesagt. Ja, man sieht auch das Delta der Bewegung. Ja, ich habe da einiges ausblendet, weil ich brauche zum Beispiel nicht, wie viel Zeit eine Bewegung braucht. Ich brauche das gar nicht. Ja. Wie viele Bars das sind, brauche ich auch nicht. Für mich ist wichtig, und die Ticks brauche ich. Na, die Ticks, die kann man drinnen lassen, dass man das mit der Bewegung gut abschätzen kann. Ich möchte wissen, wie viel Volumen ist hier vom Low bis zum Hoch? Wie viel Volumen ist da vom Low bis zum Hoch? Steigt das? Ist der Trend gesund? Ja? Habe ich positives Delta bei den Aufwärtsbewegungen und so weiter und so fort? Und das ist halt so Sachen, die kombiniere ich halt gern und so in etwa schauen meine Charts aus. Ja? Teile davon. Gibt es schon Fragen?
Ich brauche stärkere Brillen, glaube ich. So. Ich bin zu schnell. Der Christian sagt, ich bin zu schnell. Ich soll das mittlere Mausrad nochmal zeigen. Also man klickt an eine Position vom Chart, drückt das mittlere Mausrad und zieht. Und hier kann man auch eben das Gleiche, was der Zickzack hier macht, kann man hier manuell machen. Die Ticks, den Preis, die Zeit, das Delta, das Volumen und eben jetzt auch Profit und Loss pro Lot. Ja, das heißt, wenn ich jetzt einen Kontrakt long gehen würde, wäre es vom Start bis zum Ende von meinem Mauszeiger $650. Ja. So funktioniert das. Und wie gesagt, das gleiche ist im Ruler, also im Maßband auch. Das gibt es hier als Zeichenwerkzeug, das Lineal. Wenn ich hier vom Tief bis zum Hoch messen möchte, dann habe ich das genauso. Dann sehe ich auch mein Profit und Loss. So, dann gibt es noch eine Frage. Wie nutzt du das kumulative Delta zusammen mit dem Multipower? Ich persönlich nutze das kumulative Delta gar nicht. Ja. Und ich würde eher sagen, dass wenn du das kumulative Delta nutzt, da gibt es ja auch 100.000 verschiedene Ansätze, wie man das nutzen kann. Was sehr viele machen, ist, die schauen auf Divergenzen. Ja, was machen die? Die haben irgendwo, das ist eh ein gutes Beispiel, die haben hier höhere Hochs und die schauen, dass das Delta auch höhere Hochs macht. Ja, von dem her. Und wenn ich hier divergent bin, das heißt, ich mache zwar im Chart höhere Hochs, aber das Delta sinkt und ich mache kein höheres Hoch mehr, dann gehen die teilweise davon aus, dass eben der Trend nicht mehr gesund ist. Hier haben wir ein höheres Hoch, das ist das Hoch. Hier haben wir ein höheres Hoch, das ist das Hoch. Quasi von dieser Bewegung. Und die schauen da rein. Nicht? Und die schauen natürlich auch, ob die Bewegung auch mit Delta ist ja im Prinzip Ask minus Bid. Das heißt, wir haben den Überhang entweder an Verkäufen oder Käufen auf der Market-Seite. Und die schauen dann natürlich auch mit, ob die Aufwärtsbewegung ja eh mit Market-Käufern gedeckt ist. Ja. Es kann auch gut passieren, dass der Kurs nach oben gedrückt wird und das zwar nicht von den Markets passiert, sondern von den Limits. Ja. Also wenn man hin und wieder ein wenig in die Heatmap schaut, dann sieht man oft, ich kann das jetzt schwer zeichnen, aber ich versuche es, dann sieht man, der Preis ist hier, ja. Hier wird eine Limit reingedrückt in den Markt, dann geht der Preis rauf und gleich unter dem Preis kommt wieder eine fette Limit. Und die sind so groß, dass eben mit wenig Volumen auf der Marketseite der Kurs nach oben gedrückt wird. Das kann da passieren. Und dir kann es ja dann genauso passieren, dass ich hier mehr Market-Verkäufer habe, aber der Kurs steigt. Das klingt zwar ein bisschen witzig, ist aber so. Ja. Weil eben im Unterstützungsbereich, das heißt, weil im Limitbereich einfach dermaßen viel nachgelegt wird, dass es unmöglich ist, zu jetzigen Marktverhältnissen, dass das gebrochen wird. Zum Beispiel, wenn wir hier runterkommen, dort liegen 217 drin, ja, hier auf dem Level. Und wenn der Markt hier runterkommt, kann der mal 5 Minuten, wenn dieser Level immer aufgefüllt wird. Das heißt, es wird nie zugelassen, dass der weg ist und dass wir einen Downtick haben. Der wird immer wieder aufgefüllt von jemandem, der viel Geld hat oder irgendein Algorithmus, was das macht. Und dann können die Jungs da reinverkaufen, bis schwarz werden, ja, dann haben die da zum Beispiel 5.000 Kontrakte reinverkauft, das ist jetzt übertrieben gesagt, ja, und der Kurs fällt nicht. Und dann ist irgendwann einmal die Power aus mit den Verkäufen und dann reichen aber wenig Käufer, die den Kurs dann wieder nach oben bringen. Und dann habe ich in einer Kerze mehr Verkäufer als wie Käufer auf der Marketseite, aber der Kurs steigt trotzdem. So funktioniert das. Ich hoffe, das habe ich jetzt einigermaßen so erklärt, dass das verständlich ist. Also da muss man aufpassen. Und solche Sachen kann man sich natürlich, ich werde jetzt einen neuen Chart machen, kleinen Moment, solche Sachen kann man sich ja natürlich anzeigen lassen auch und auswerten lassen von Atlas. Ja, also ich kann mir genau zeigen lassen, ich mache einen neuen Chart für das, ich muss kurz in mein Hauptmenü. Jetzt nehmen wir einen ganz normalen 5-Minuten-Chart am S&P 500 her und lass mir hier im Prinzip das Delta anzeigen. Ja. Das heißt, Delta pro Kerze habe ich hier unten und ich sehe jetzt pro Kerze den Überhang an Käufern und Verkäufern. Ja. Ist so natürlich jetzt relativ schwierig. Dann stelle ich den Indikator um
und sage dem, erstens einmal mag ich diese Ansicht nicht. Ja, ich habe es gern wirklich minimiert, so, und dann habe ich gern Bars, nicht Bars, Histogramm, so habe ich es gern. Das heißt, ich sehe im Prinzip die Höhe und ich sehe die Farbe. Und dann kann ich aber sagen, er sollte mir nur zeigen, positives Delta, also mehr Verkäufer, aber die Kerze ist nicht bullish, sondern bearish. Das heißt, ich sehe hier Kerzen, machen wir das mal zu, ich sehe hier Kerzen, in denen mehr Market gekauft worden, aber die Kerze negativ geschlossen hat. Ja, das sind eben diese Divergenzen. Und da muss man natürlich aufpassen, eine Divergenz von so einer Kerze, ja, hat natürlich relativ wenig, wenig Bedeutung. Ja. Da ist halt wenig Platz zwischendrin und dann waren halt hier die Käufer größer. Aber interessant wird es, wenn du richtig lange Kerzen hast, die eben sehr viele Käufer beinhalten. Was heißt denn das für uns? Dass die ja in Wirklichkeit alle falsch gelegen sind. Ja? Also Bullenfalle, Bärenfallen und so weiter und so fort. Und dann kann man das natürlich auch weiter treiben, das Ganze. Man kann dann natürlich sagen, okay, mich interessieren nur Überhänge, die größer wie 100 sind zum Beispiel. Ja, dann hat man dann schon die relativ großen und dann muss man eben aufpassen, wie viel Preise das abdeckt. Ja. Das hat überhaupt gar keine Relevanz, ja, vom Delta her, weil wir haben da im Prinzip keine Preisbewegung gemacht. Interessant wird es nur, wenn viele im falsch liegen und das lasse ich mir halt lieber auf dem Footprint zeigen, das Ganze. Das macht das Delta relativ gut. Das haben wir uns schon einmal angeschaut, aber ich zeige es gerne noch einmal. Ich sehe jetzt pro Preis im Prinzip, wo das Delta war. Na, jetzt haben wir hier einen 5-Minuten-Chart vom S&P 500 und sehe jetzt pro Preislevel den Überhang. Aufpassen, den Überhang. Hier haben wir 66 Überhang und wenn man sich das im Volumen anschaut, insgesamt sind 178 Kontrakte gehandelt worden. Ja, und von diesen 178 waren mindestens 66 mehr auf der Kaufseite. Das heißt, man sehen nur die Differenz. Ja. Und ich mache das halt gern mit dem Cluster Search Indikator. Also die gewaltige Volumen, was hier gelöst werden auf diesem Preislevel. Und das ist zum Beispiel so eine Zone. Wie gesagt, wenn ich suche, finde ich Top-Beispiele. Ich nehme einfach diese her, damit ihr es jetzt einfach seht. Hier ist der Kurs runterkommen, 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 hat hier geschlossen, hat hier geöffnet und ist raufgegangen. Ja, und hier haben dann natürlich einige geglaubt, das geht weiter. So interpretiere ich das. Ja, es ist immer ein bisschen Interpretationsgeschichte. Aber hier haben am Hoch extrem viele Leute gekauft. Ne? Wie ihr seht, das war nicht extrem viel für den S&P, aber hier haben sie einen gekauft und im Endeffekt ist es dann runtergegangen. Und wenn sich diese Kursbewegung natürlich fortsetzt und vielleicht auch noch um das lokale letzte Tief geht, wo die Leute dann gerne einen Stopp setzen, dann geht es richtig rund, weil dann müssen die Positionen auflösen und sorgen im Prinzip für einen richtigen Impuls. Ja. Man weiß es ja nicht, man kann ja nur interpretieren, wenn hier viele Leute kaufen, zoomen wir mal raus. Gut, wir haben ja eine Aufwärtsbewegung, geht runter und kann eine Spekulation sein, dass diese Aufwärtsbewegung hier weitergeführt wird. Und wo wird der Charttechniker seinen Stopp hier hinsetzen? Aufs letzte lokale Tief und geht davon aus, dass dieses hochgebrochen wird und drauf geht. Ja, geht es jetzt dann aber runter? Ja, und die liegen falsch, dann kann man davon ausgehen und das kann man dann auch beobachten, dass hier die Stops eben getriggert werden. Ja, und das ist natürlich, wenn man so arbeitet, kann man sich natürlich einen Vorteil von der ganzen Geschichte rausziehen. Ja, man kann das auch automatisieren, das Ganze, und dafür gibt es eben diesen Cluster Search Indikator. Den habe ich auch schon einige Male hergezeigt, aber das ist eben ein Main-Tool, weil das eben so viele Sachen abdecken kann, sei es Volumen suchen, Delta suchen und so weiter. Den konfiguriert man einfach auf Delta, ja, und möchte jetzt einfach positives Delta sehen. Ja. Schauen wir mal, was wir zusammenbringen, wenn wir das schnell einstellen. So, das heißt Überhänge von 100, Überhänge von 500. Gut, siehst du, da hat man den ja auch schon rausgegeben in dem Fall. Und ich möchte das aber sehen, auf positive Delta möchte ich sehen, auf negative Kerzen, das heißt auf bärische Kerzen. Und ich möchte das sehen, also
plus Delta auf bärische Kerzen und ich möchte das bitte nur am oberen Docht sehen. Das wäre jetzt so eine Basiseinstellung. Jetzt schauen wir mal, was da passiert ist. Was uns jetzt mit der kleinen Einstellung gegeben hat. Nicht viel. Wir sind ein bisschen hoch getriggert mit den 500 Überhang. Schauen, ob wir noch eins haben. Sonst schauen wir uns das eine an. Hier haben wir noch was. Hier haben wir noch was. Aber diese zwei Beispiele, es funktioniert nichts immer. Ja, das ist auch klar. Aber schauen wir uns die zwei Beispiele an, was wir jetzt gesucht haben mit dem Cluster Search. Schauen wir in den Footprint rein, damit wir sehen, was da passiert. Ja, wir haben jetzt gesucht, große Käufer im oberen Docht und die Kerze hat negativ geschlossen. Das heißt, die waren alle quasi falsch unterwegs. Die haben es hochgekauft, quasi in dem Fall. Ja. Und die werden dann die Positionen bei so einer Bewegung natürlich auflösen. Ja. Ratatouille. Und schauen wir uns das zweite an. Es gibt natürlich nicht nur gute Beispiele, es gibt natürlich auch schlechte Beispiele, weil wir nie wissen, wo der Markt hingeht. In dem Fall, ihr seht es hier, jetzt haben wir wieder so einen Ort. Ja, da ist keine Preisbewegung drin bei der Candle. Die schließt in Wirklichkeit so. Ja. Und das tut denen nicht weh, ja, wenn die so schließt. Wenn die da unten schließen wird, dann wird es denen weh tun, die da drinnen liegen. Aber die könnten ja noch immer hoffen, dass es rauf geht. Ja, so interpretiere ich das. Und hier haben wir, glaube ich, noch ein kleines Beispiel gehabt. Hier haben wir das gleiche wieder. Ja. Da haben die schon gekauft, ja, und da haben die im Hoch im Prinzip mitgekauft, 780 mehr. Und so kann man eben rausfinden und suchen, wo eben die Trader oder viele Trader falsch liegen mit solchen Einstellungen. Das kann man natürlich dann auch noch verfeinern, indem man die Filtermöglichkeiten von dem Ganzen anpasst. Ja. Jetzt haben wir natürlich umso kleiner, dass ich hier wäre mit dem Delta-Wert, wenn ich jetzt 200 gebe, dann kriege ich natürlich viel mehr von solchen Signalen, wo eben am Top gekauft worden ist. Und man muss da immer ein bisschen vorsichtig sein. Ja. Wenn ihr den Indikator einstellt und jetzt live verwendet, also das ist jetzt für die Analyse, also super, ja, da sehe ich das. Aber jetzt nehmen wir mal an, schauen wir mal, was live am Markt los ist, vielleicht sehen wir was. So, hier. Ihr seht hier, die Werte sind jetzt super optimal mit 200, das ist jetzt nicht wirklich eine Größe, ja, das geht viel größer. Aber jetzt haben wir aktuell so einen Fall. Das Signal wird ja erst dann valide, wenn die Kerze geschlossen ist. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Trade aufsetzen wollt anhand dieses Signals, was ich aber nicht wirklich empfehlen würde, rein nur nach dem zu handeln, dann ist diese Kerze zu und ihr habt im Prinzip bei der nächsten Kerze die Chance, dass ihr reingeht. Dann erst ist das valide, weil ihr seht ja, wir wissen jetzt noch nicht, was haben wir für eine Zeit, es ist 2:50 Uhr. Wir haben noch 3 Minuten für einen 5-Minuten-Chart, ob diese Kerze jetzt negativ schließen wird oder ob die da oben schließen wird. Das wissen wir ja nicht. Ja, also aufpassen bei solchen Sachen. Ja, umso größer der Timeframe natürlich wird, umso interessanter ist es, weil wenn das dann von einer halben Stunde passiert ist und wir sind da unten und wir haben nur mehr 10 Minuten, dann kann man dem vorab nehmen, dem Ganzen. Aber so sucht man das. Interessant ist halt auch, wie man das optimiert. Jetzt sehen wir, wenn wir mit den Zahlen kleiner werden, das ist das Gleiche, als wie wenn man Volumen sucht, kriegen wir zwar mehr Signale, aber wir möchten ja im Prinzip Anhäufungen finden mit viel Delta, positiven Delta in dem Fall. Und ich möchte nicht unbedingt 200er haben, ja, weil mir ist das zu klein. Das heißt, ich möchte am besten 500er oder 1000 haben. Und wenn ich hier 500 einstelle, dann sehen wir einfach nichts. Ja. Das ist ein Problem. Da haben wir das eine, ich glaube zwei oder drei haben wir da gehabt, wenn wir hintergeschaut haben. Ja, hier noch, man, die sind eh alle recht nice und haben wir das gesehen. Aber man kann das optimieren und das ist eben, wenn man Preisbereiche summiert. Das ist was der Cluster Search auch kann und ich zeige euch das schnell. Das ist nämlich wichtig und das ist fürs Volumen auch anwendbar. Mache ich übrigens in den Profilen so. Man kann hier sagen, Jungs, ich möchte jetzt die 500 haben, ich möchte es auf bärische Kerzen haben, ich möchte es im oberen Docht haben, okay, aber summier mir doch bitte zwei Preiszonen zusammen. Ja. Jetzt seht ihr, immer wo zwei Preise nebeneinander liegen und diese 500 erreicht werden. Und jetzt kann ich wieder gegensteuern, weil jetzt kann ich sagen, jetzt habe ich wieder mehr Signale, zum Teil, hoffe ich. Vormittagssession, da wird nicht viel sein, habe ich mehr und dann kann ich das noch optimieren, indem ich sage, die 500 sind da aber eh schon gut,
dann könnte man im Prinzip das positive Delta noch erhöhen. Ja, man kann das weiterspinnen und sagen, okay, wir glätten das noch mehr. Ich hätte jetzt gern drei Preise nebeneinander, was 500 erreichen, das werden natürlich noch mehr werden. Und dann kann ich aber im Prinzip raufgehen auf 700. Ja. Jetzt habe ich zwar drei Preise zusammengefasst, aber ich bin schon bei 700 Überhang. Ja, und umso mehr Überhang ich habe, umso valider wird mir das Ganze. Weil ja viel mehr Leute, ich sehe Bereiche, wo viel mehr Leute im Prinzip falsch liegen. Ja. Und das ist für einen super kurzfristigen Handel ist das nicht schlecht, das Ganze. Also alles, was dann Intraday geht, wird es dann schon relativ oder mehrere Tage Haltezeit wird das Ganze ein bisschen. Aber am besten ist, ihr versucht es einfach mal, startet den Cluster Search und experimentiert es mal. Also ihr kommt da wirklich auf sehr tolle Sachen drauf. Ich habe da auch sehr viel einfach durchs Probieren damals gelernt und geschaut. Das war schon recht angenehm. Der Andreas fragt, wie das Symbol Mikrokupfer in Atlas heißt. So, jetzt hast du mich erwischt. Ich habe keine Ahnung. Ja. Also bei uns heißt es MHG. Ja, ich schaue gerade, ob es denn Mikro überhaupt. Mikro QC. Der E-Mini Copper Futures. Ja, er braucht den Mikro, nicht den Mini. Er braucht ein Mikro, schon hat man den Mikro auch, haben den Mikro haben wir nicht. Schreibe ich mir auf. Mache ich mir ein Memo. Mikro Copper. Gibt es in Atlas noch nicht, gibt es in Atlas bald. Das finde ich immer gut an euch. Gibt's ja, bald. Ja, es ist, man macht es halt so. Das hilft alles nicht. Gibt es noch Fragen? Ein paar Minuten habe ich noch. Ich kann noch was herzeigen, wenn ihr was sehen wollt. Ich zeige euch das schnell noch. Anhand eines kleinen Beispiels. Ich werde das immer und immer wieder herzeigen, weil es einfach so wichtig ist. Ja. Dieser Cluster Search Indikator, den stellen wir jetzt um auf Volumen und machen hier das Gleiche. Ich möchte hier aber keine Vierecke haben, sondern nur den Preis markiert haben. Und hier macht es natürlich keinen Sinn, Upper Wick. Wir machen da Any und machen da auch Any. Ja, er nimmt mir jetzt alle Kerzen her und alle Sektionen der Kerze. Und hier macht man ja das Gleiche, wenn man Volumenzonen finden möchte. Ja, ich zeige euch das. So auf Volumen gestellt. Ich weiß zwar nicht, warum da jetzt alles violett ist. Ah, machen wir es so. Auch interessant. Machen wir neu auf. So. Es ist oft ein bisschen wahnsinnig, wenn man die Beta-Version handelt, aber es ist egal. So, jetzt suchen wir im Prinzip alles, was Minimum 1000 Kontrakte gehandelt hat am Preis. Ich zoome ein bisschen rein, damit wir das sehen. So, also man kann es schwer lesen, aber hier sind 9000, 9000, bla 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 und so weiter. Und wenn man Volumenbereiche suchen möchte, und sagt 10.000, dann bekomme ich hier in dem Fall einen Preis gezeigt. Das ist für mich kein nichts, wo ich sagen kann, mit dem kann ich was anfangen. Ich will mehr Volumen, ich möchte mehr Volumen sehen. Und deswegen kann man dann hier eben genauso wie wir beim Delta gemacht haben, ich gehe jetzt rauf auf 30.000, dann wird er mir hier natürlich nichts zeigen. Ja, dann sage ich aber bitte 30.000 in vier Preisen oder in drei Preisen. Ja, machen wir 40.000. Das ist dann schon ein Brett, ob ich 10.000 Volumen suche oder eben 40.000. 40.000 mit vier Preisen. Ja, gehen wir da runter, damit wir was sehen für Demo-Zwecke auf 35.000. So, und dann wird das schon interessanter. Dann kriege ich hochvolumige Level. Dann weiß ich ganz genau, in dem Bereich sind 40.000 oder 35.000 gehandelt worden. Dann kriege ich meine Zonen. Dann sehe ich das. Ja. Dann habe ich Zonen, wo es extrem viel gehandelt werden und habe dann Zonen, die eben angedockt werden und abprallen und so weiter und so fort. Ja. Und mit dem kann man sich eben spielen. Da kann man sich das Ganze anschauen. Ja. Und das sind eben Zonen, die so gern angetestet werden. Die sind nur volumenbasiert. Ja. Da ist kein Hokuspokus drinnen. Man hat wirklich nur Bereiche,
wo eben auf mehreren Preisen extrem viel gedreht wird. Ja, Top-Beispiel hier. Irgendwann brechen die Bereiche, ist ganz klar, sonst würde es nur in eine Richtung gehen. Und es ist jetzt noch nicht super hinoptimiert von den Zahlen her, aber so kann man sich eben die Sachen suchen. Ja. Das würde ich euch ans Herz legen, dass ihr euch das anschaut. Das ist extrem wichtig und das funktioniert auch gut. Es funktioniert nicht gut in allen Märkten, muss man dazu sagen. Im Bund habe ich das versucht, funktioniert es relativ gut. In den Bonds ist es eher, weil die sind wieder so extrem dick. Aber hier sieht man eben die Anomalien schön, wann wirklich Bereiche gibt, die was extrem angehandelt werden. Also man soll sich das unbedingt anschauen. Ja. Okay, du hast noch eine Frage gekriegt, was der Vorteil von H4 bei der Zonensuche ist. Naja, Vorteil oder Nachteil gibt es im Prinzip keinen. Es kommt eben darauf an, wie das Trading oder die Strategie ausgerichtet ist, die du fährst. Nicht? Wenn ich jetzt sage, ich kann das Ganze im Stundenchart genauso machen. Ja? Ich gehe runter auf den Stundenchart und muss natürlich sofort im Cluster Search meine Sizes anpassen, weil das passt ja nicht. Nicht? Wenn man es jetzt ganz genau nimmt, kann man es durch 4 machen und jetzt machen wir es grob, sind dann halt 10.000. Ne? Und man sieht hier, dass das ja viel zu viel ist, ja, was da markiert wird, weil eben die Verteilung eine höhere ist. Gut, jetzt haben wir 25.000 mit den gleichen Settings, dann kann man genauso hier eben schauen, ob da der Preis nicht mehr raufkommt und runterfällt. Da muss man sich halt anschauen. Ja. Es ist recht interessant, auch im Stundenchart. Das ist was ich keinen abnehmen kann. Da muss jeder im Prinzip durch und ein bisschen Research machen von den ganzen Geschichten. Aber ich sage halt einmal so, das ist doch alles kein Zufall hier. Ja? Natürlich werden diese Bereiche irgendwann mal wieder egalisiert. Ja? Oder gar nicht berücksichtigt. Das kommt natürlich auch vor. Nur wenn ich im Vorab eben Zonen habe, dann weiß ich zumindest, wo der Herr Burgstaller agiert. Ja? Das würde ich mir anschauen. Und das, wie gesagt, das spielt euch mit diesem Indikator und zeichnet euch das einfach einmal ein in den Chart und dann seht ihr, ob was gut funktioniert oder nicht. Was Schöneres gibt es ja nicht. Ihr kriegt sofort die Information. Ja? Und ihr seht auch zum Beispiel wie hier, dass es eben oft Preisbereiche gibt, die kann man zusammennehmen. Ja? Der ganze Bereich. Also das muss man sich anschauen. Im Stundenchart verwende ich es nicht, aber es scheint mit etwas Optimierung nicht schlecht zu funktionieren, das Ganze. Ja. Kann man sich anschauen. Und dann hat man im Prinzip Levels, wo man weiß, wo man agiert und man hat dann eben auch Levels, wo man sagt, da gut, Pfoten weg, da tue ich gar nichts. Und das ist auch was eben von mir selber gekommen ist, weil ich früher seitens sehr tendiert habe, dass ich zu viel handle. Ja, ich habe den ganzen Tag drauf gedrückt. Immer fort. Ja, ob das schlau ist, weiß ich nicht. Für mich war es nicht schlau und für mich ist schlauer, dass ich eben weiß, wo ich agiere und wo nicht. Ja, das ist ein Bilderbuch Beispiel jetzt. Ja. Muss man sich eben auf die Historie anschauen und vor allem verändert sich das Ganze auch zum Kontraktwechsel hin. Na, das Tagesvolumen und auch die Volumen hier. Na, aber das ist natürlich was auf das stehe ich. Ja. Die schließt da, die öffnet da, geht rein Richtung Bock und dreht ab. Was heißt das für euch in Wirklichkeit? Ihr habt im Prinzip, ihr seht auch am Stundenchart, wo ihr das Risiko setzen könnt. Ja. Ihr könnt hier die Position eingehen. Ihr habt hier im Prinzip, ja, du erwischst diesen Trade ganz schlecht und ganz spät. Du bist hier. Und hast hier im Prinzip 250 Euro an Risiko sitzen, wenn du wirklich den ganzen Volumenberg hier ausnutzt. Ja. Aber da kommen ja einige Sachen dazu, die was eben diesen Trade oder diese Entscheidung zu treffen, hier long zu gehen. Da schaut man, wie ist der allgemeine Trend. Da schaut man, wie schaut es mit der Newslage aus. Steigen die Box? Ja. Ist der Trend gesund? Haben wir einen VWAP, der mitsteigt? Ja? Oder sind wir unter dem VWAP? Dann würde ich eher aufpassen. Ja, das sind halt mehrere Sachen, die man eben so anschauen kann und die auch da draußen gelehrt werden. Und das ist das kleine Einmaleins für mich,
wo ich dann im Prinzip am Vormittag hergehe, mir die Zonen einzeichne, da ist dann hier eine, da eine, noch eine und dann weiß ich ganz genau, wenn da jetzt so ist, wie da, da was von oben kommt und hier oben habe ich auch sowas, dann könnte das wieder das Ziel sein, ne? Und dann kann man sich im Prinzip weiter bewegen von Zone zu Zone, ja, weil das Volumen ist ja im Prinzip, das kommt aus der klassischen Technik, du machst eine Seitwärtsbewegung, akkumulierst das Volumen und dann hast einen Impuls, ja, in irgendeine Richtung und dann akkumulierst wieder Volumen und das ist das Prinzip von dem Ganzen eigentlich vereinfacht dargestellt, ja, weil hier gehe ich im Prinzip her und sage, okay, wenn er hier raufläuft, unter Umständen Retest, hierauf, wenn er hier unten hinläuft, bricht er unten aus, entweder geht direkt weiter, macht den Retest, geht runter, habe hier unter Umständen noch eine Volumenzone, dann wäre das unter Umständen das Ziel. Dann muss man gleichzeitig auch ein wenig ins Orderbuch schauen, ob nicht irgendwie Limits den Weg versperren, nach unten oder nach oben. Ja, also das ist dann halt wichtig und wer diese Bewegungen ausnützt und wer sie triggert, die Bewegungen. Ja, und dann kann man natürlich, wenn man aus so einer Zone rauskommt, irgendwie, wenn man jetzt eine Abwärtsbewegung von der Zone weg hätte zum Beispiel, dann kann man die Rücksetzer versuchen zum Verkaufen. Das gleiche nach oben hin auch. Es ist jetzt vereinfacht dargestellt, aber im Prinzip ist das ja alles kein Hexenwerk. Ja. Nur das hilft mir persönlich natürlich mental auch, das zu schaffen. Ja. Weil ich mache mir die Bremse selber. Ich weiß, wo ich nicht zubegreife. Ja. Ich weiß hier, wo ich nicht hineinkaufe. Ja. Und dann hat man sich selber schon, ich glaube, dass der größte Feind eines Händlers ist man selbst. Ja. Und so kann man eben dazu ein bisschen schauen, dass man sich selber irgendwie auf die Finger klopft, dass das nicht total in die Hose geht. Und ja, das stärkt immens und man vertraut dann auch mit der Zeit auf so Sachen. Ja. Dann ist man auch nicht mehr nervös und ja, dann weiß man irgendwann, okay, ja, war halt ein Verlust-Trade, ja. Ist halt so, gehört ja dazu. Ja. Das ist, habe ich auch nicht können am Anfang. Verlieren habe ich nicht gekonnt. Und wie gesagt, das hilft dir auch nicht nur, weil du eben siehst, was passiert. Das war das große Problem, was ich im Prinzip mit der Technik gehabt habe, mit Formationshandel. Wenn ich hier Schulter, Kopf, Schulter habe und ich handle das eben 100 Mal, dann geht es mir halt nur 56 Mal auf und dann muss ich aber das CAV einhalten, dass das Ganze hinten raus dann stimmt. Und das, mit dem bin ich nicht klarkommen. Und hier sehe ich im Prinzip am Chart, was passiert. Und ich kann anhand der Bewegung, anhand des Volumens kann ich agieren und ist für mich schlüssiger als Formationen zu handeln, weil ich nicht weiß, ob die funktionieren oder nicht. So. Gut, das von meiner Seite aus war es, glaube ich, für heute. Ein bisschen haben wir eh überzogen. Ich red halt viel, ich versorge euch halt viel mit Input. Ich hoffe, ihr habt einen Spaß, wenn ihr das macht. Ich übergebe mal kurz zum Flo. Alles gut, ruhig viel Input. Das Ganze gibt es ja dann auch immer in der Aufzeichnung. Die bekommen ja auch immer sehr gute und schöne Resonanz. Ne, von daher danke an dich, Michael, fürs tolle Webinar. Vielen Dank auch an die Leute, an jeden natürlich, der dabei ist. Und wir freuen uns immer, wenn Sie Ihre Fragen reinstellen, dann davon lebt dieses Webinar hier, wenn es gerade um Richtung Helpdesk geht. Ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend. Passen Sie auf sich auf, bleiben Sie gesund und wie immer, passen Sie auf Ihre Positionen auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.